Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir hocken wieder hier dran mit Messer und Löffel. Gabel und Löffel. Heute wird wieder ordentlich Green Food getestet. Hä? Partnerlook. Meins ist aber cooler, meins ist dunkelblau. Natürlich. Meins ist hier unten zum Binden. Ja, meins ist auch zum Binden. Naja, wir machen heute wieder mal ein Real Food Video versus Baby Food. Genau, oder? Also Baby wir sagten uns, was können wir gegen echtes Essen testen. Der Eva hat es so Spaß gemacht, bisschen Mangiare, Mangiare. Deswegen. Und dann dachten wir uns, wir versuchen einfach mal Baby Food im Gegensatz zu echtem Essen. Ja, wir haben jetzt coole Baby Breie gefunden, oder nennt man das Babybrei? Babyfläschchen. Babyfläschchen. Und wir vergleichen es jetzt einfach, wie gesagt, mit echtem Essen und werden mal schauen, welches definitiv besser schmeckt. Ja, aber ich glaube eher normales Essen, weil Babybrei. Also wir machen es jetzt wieder so, weil wir ja keine dritte Person haben, die uns das Essen serviert. Ich serviere das Essen und der Hakan sucht sich dann einen Genau, Ilkay weiß ja praktisch, welches unter welchem Teller ist und ich werde es halt einfach aussuchen. Genau. Ganz einfach spielen. Okay. Los geht's! Okay, also, hinzeigen, Leute. Nicht anfassen. Warte! Das! Nimmst du. Okay, stopp. Finger weg! 1, 2, 3. Yeah! Einmal originale Spaghetti Bolognese und einmal hier Babybrei. Boah! So Glück gehabt. Also Babys da draußen, nicht böse sein, aber schaut überhaupt nicht appetitlich aus, ja? So Leute, ich habe wieder mal das Glück gehabt. Ich darf original Spaghetti Bolognese essen. Wir machen hiermit jetzt eine kurze Unterbrechung. Wir sehen uns in zwei Minuten wieder. Das sieht so eklig aus, aber es riecht genau wie Spaghetti Bolognese. Oh mein Gott. Mmh. Mir macht es so Spaß, vor der Kamera Essen zu probieren. Letztes Mal mit dem Eis war es auch so. Also schmeckt ganz normal. Hm? Also Leute, schmeckt ganz normal, wirklich wie Spaghetti Bolognese, nur, dass es einfach breiig ist. Hm. Ich muss sagen, mua, mua, mua. Bellissimo, bellissimo Spaghetti, hat super geschmeckt. Okay. Ich kann mal die beste Spaghetti in ganz aus. Und ich schmeckte. Das riecht ganz normal Spaghetti Bolognese. Das riecht nicht nach Spaghetti Bolognese. Es hat dieses gewisse Baby-Ding, was diese Babyfläschchen halt haben. Genau. Definitiv Real Food. Okay. Ohne Wenn und Aber. Ohne Wenn und Aber. Spaghetti. So, Kellner, bring mal die zweite Runde. Ups, Gabel da lassen. Kommen wir zum zweiten Gang. So. So, meine Leute. Heute ist ein Tag der Freude und jetzt gibt's eine gescheite Beute. Welches willst du? Was gibt's? Du bist so ein kleiner Schlawiner, gell? Du denkst, dass ich darüber zeige, aber ich zeige darüber. Das? Okay. Ja. 1, 2, 3. Woo! No! Apfel. Also hier haben wir einmal Bio-Apfel. Gegen Real-Apfel. Also dagegen habe ich auf jeden Fall nichts. 2. Boah, ich bin schon ganz aufgeregt. Ah. Mmm. Mmm, geil. Mhm. Schmeckt wie normal Apfel. Mm-mm. Apfelmus. Klar. Apfelmus. Schmeckt ammergeil. Wie schmeckt deins? Mm-hmm. Hey, lass mal teilen, Bruder. Nicht so groß. Übertreib dir das ganze Mal Apfelmus. Ich mag kein Babybrei. Sag mal, wie sie ist. Nase voll. Echter Apfel schmeckt besser. Hm? Echter Apfel. Ja, je nachdem, wie man es sieht, wenn wir einer da draußen, der Apfelmus mag, schmeckt genauso wie Apfelmus. Und ist sogar Bio, ja? Ja, gell? Also, sorry, Babys da draußen. Babybrei schmeckt echt nicht. Babybrei schmeckt schon. Okay, komm, Kellner. Also, mir schmeckt es. Okay, bin ich jetzt diesmal dran? Jetzt gibt's was Gescheites. Oh, jetzt hat der Kellner was Gescheites gebracht auf den Tisch. Ja, damit wir auch was Gescheites im Magen spüren. Also, such mal aus. Such mal aus, komm. Hey! Fick! Nicht. Noch so ein Ding und du bist ausgeschieden, ja? Ich fühl. Finger runter und du bist aus. Ich fühl nur die Energie. Nein, jetzt sag's. Okay, lass los. Sag's. Okay. Ich nehm. Ja, ich. Komm jetzt. Okay, ich nehm. Das.
Mancher. Nein! Nein! Wir haben hier einmal ein kleines Rindfleischstückchen. Schaut mal, wie klein. Und wir haben hier einmal Rindfleisch. Ich habe gar keinen Bock, das zu probieren. Ich nehme nur ein ganz... Boah! Boah! Nee. Ekelhaft. Na! Wir müssen die Proteine teilen. Probier mal, dann willst du sehen, was davon hast. Gut. Boah, nee. Boah, echt nee. Also wirklich. Also wirklich. Zeig mal, wie das riecht. Neutral. Ja, es riecht eigentlich nach Rindfleisch. Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, nee. Mama, hoffentlich hast du mir nicht sowas gegeben, wo ich bleibe. Also, ich meine, nee. Nee, wir bleiben also, bei Real Food. Das war das Einzige, bevor ich Angst hatte und das hast du bekommen. Jetzt gib mal her, jetzt bringt dir mal der Kellner was Gescheites auf den Tisch. Alles andere kann gar nicht mehr so eklig sein. Sag einfach, was du denkst. Ich will diesmal das, was vor mir steht. Okay. Hast Glück. Wir haben hier wieder Birne pur in der Flasche verpackt. Und die liebe Inke hat eine originale Birne. Aber ich muss sagen, gegen die Frucht, gegen die Fruchtbrei habe ich überhaupt nichts. Mm. Schmeckt voll gut. Mm. Mhm. Mmh. Ja, probieren. Nur interessant. Nee. Wenn ich von deinem Birne probieren darf. Schmeckt gut. Hm? Oh ja. Mmh. Oh ja, das schmeckt echt lecker. Mmh. Schmeckt gut. Also, Babys. Ja, alle Babys sind zum Laufen. Geht und holt euch unbedingt Birne pur. Birne pur schmeckt echt lecker. Das gebe ich, glaube ich, meinem Neffen. Und ich muss ehrlich sagen, auf das, was ich jetzt habe, ich hoffe, ich krieg nicht den Brei, darauf habe ich gar keinen Bock. Finger weg, ja? Mann. Also, jetzt konzentriere dich mal. Okay. Ich habe bisher immer genommen, das, was vor mir war. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal das, was vor Hakan ist. Na, nimm's mal schön. Okay, eins. Zwei, drei. Ich hab gewusst, dass du das machen willst. Ich schwöre euch, schaut mal, wo ich es verpackt habe, gell? Beziehungsweise wo ich es hingelegt habe, dachte ich mir, die hat die ganze Zeit immer das, was vor ihr war. Jetzt wird sie instinktiv einfach zu dem greifen, was vor mir Nein. ist. Ich hab's gewusst. Also, gell? Bugs Bunny. Ich sag dir mal, halt das. Das ist echt. Hey! Das ist echt eklig. Angsti. Das hat Gian auch immer gegessen und das schmeckt gar nicht gut, Mann. Angsti ganz viel. Hey! Verarschen kann ich mich bei selber. Scheit, jawohl. Oh Gott, wie das schon riecht. Mhm. Du hast nie meinen Mund gehabt. Schluck das runter. Schluck. Das war gerade so ekelhaft. Hey. Boah. Das ist echt eklig, gell? Mhm. Das hat ja mit Karotte, finde ich, gar nichts zu tun. Das stinkt. Du machst. Aber doch kein Babys geben. Die Arme. Doch, denen schon, weil die checken das ja nicht. Die kennen ja nicht. Boah. Schlägt es auch. Na. Schlägt es auch. Komm her. Also Leute, jetzt kommen wir zu der last but not least Runde. Entscheide ich jetzt. Finger weg. Ready to is. Übertreibst es nicht, hey, das ist nur ein Video, wir wollen nur Nein, probieren. Nein, das wird eklig schmecken. Du weißt, was letztes, gell? Mhm. Das Hähnchen. Mhm. Ups, zu früh verraten. Ich nehm das. Ja, ich hab schon gewusst, dass du vor dich greifen wirst. Ja! Ja! Hey. Ich kotze, wenn ich schon dran denke. Als letztes haben wir uns eine leckere Hähnchenfleischzubereitung ausgesucht. Aber ob das wirklich so lecker schmeckt, das wird euch jetzt hier diese Dame hier sagen. Wo ist die Dame? Hier. Nee. So, Schatz, gönn dir und ich gönn mir eine Runde Eiweiß. Ich lasse mir ein Stück übrig zum Runterspielen, okay. Sonst kotze ich. Okay.
lecker. Einmal kommt. Du warst lecker. Hinter der Kamera. Stopp, darf ich von dir probieren. Einmal. Und jetzt cool rumtun, was vor der Kamera? Ich kotze. Schau mal, wie das aussieht. Schatz, du musst probieren. Ja, okay, schmeckt ganz normal wie Hähnchen. es riecht wie Hähnchen. Hey. Schatz, hör auf, immer so viel zu sein vor der Kamera. Das will ich jetzt aber gescheit abgeschleckt sehen, nicht wie bei den Karotten, richtig? Komm. Oder ist es Hähnchenmilch? Drei. Okay, es schmeckt lecker. Ja, klar. Es riecht nach Hähnchen. Ja, schon klar, oder? Hey, ess diesen Löffel. Und? Übertreibst jetzt. Ja. Also, du übertreibst immer so sehr. Man könnte echt vor der Kamera denken, du bist Prinzessin auf der Erde. Was soll denn? Ganz normal nach Hähnchenfleisch. Ganz normal nach Hähnchenfleisch, aber ungesalzen, kein Pfeffer, gar nichts drin. Einfach nur Hähnchenfleisch. Ja. Und was war jetzt daran so übertrieben? Ich weiß, ich mag pürierte Sachen nicht. Ja, weil du ja kein Baby warst. Hab mal ein bisschen Respekt vor den Babys da draußen. Also Leute, ich muss sagen, schmeckt echt besser. Ich habe wirklich einen schwachen Magen, das wisst ihr. Aber ich muss sagen, das war echt nicht eklig. Ich habe mich nur davor geekelt, weil es einfach zermatscht ist. Komisch ausschaut. Das Auge isst nun mal mit und würdest du sowas essen? Nee. Nee? Also. Habe ich früher gegessen, aber jetzt nicht. Aber das echte Hähnchenfleisch schmeckt definitiv besser. Also muss ich ehrlich sagen. Also ich bin für Real Food. Ich bin auch für Real Food, auf jeden Fall. Sorry, Baby. Bei was waren wir beim letzten Mal? Beim Ice Food. Für Eis. Für Eis, oder? Ja. Leute, wenn ihr das andere Video von uns noch nicht gesehen habt, schaut unbedingt Real Food vs. Ice Food an. Ich verlinke es euch hier oben. Genau, und da hat uns definitiv das Eis besser geschmeckt. Mhm. Diesmal Real Food, gell? Ja, diesmal Real Food. Auf jeden Fall. Naja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Ihr lasst natürlich wie immer ein paar Daumen. Genau, wir hoffen natürlich, Ike hat euch ein bisschen Spaß bereiten können. Mit ihrem Jetzt geht sie wahrscheinlich gleich kotzen, alles wieder raus. Also. Wir würden uns über ganz viele Daumen freuen, ihr könnt uns jederzeit kostenlos hier oben. Unten hier. Abonnieren. Und wir freuen uns natürlich wie immer auf euer zahlreiches Einschalten beim nächsten Mal am Samstag um 11 Uhr. Bis dann. Tschüss.